So, willkommen zurück zu The Winter Original Sin 2. Wir stehen immer noch im Keller. Ich habe übrigens die letzten 2,5 Folgen mit Willkommen zurück zu The Winter Original Sin begonnen. Treppe zum geheimen Hof, ja. So, wir haben in der letzten Folge relativ erfolgreich einen Geist getötet. Dort stehen noch ein paar andere Leute, vor allem Isbär rum. Vor allem Isbär. Kann ich ja nicht Geister von A nach B? Ich kann Geister wohl nicht transportieren, nehme ich an. Hier kann ich zum Beispiel, oder kann ich Isbärs Leichen nach oben teleportieren? Die kommt ihr Geist mit. Uah, Alter, was hat die denn alles bei? Also hochsporen können wir leider schon. Schlüssel ist bestimmt auch ganz praktisch. Isbärs Forschungstagebuch. Subjekt, Mensch, männlich. DF12. Beobachtung, erwartete Ergebnisse. Subjekt, Zwerg, weiblich. DF12. Erwartete Ergebnisse. Subjekt, Mensch, weiblich, Quellenmagier. DF13. Beobachtung, ungewöhnlich. Subjekt widersteht initialer muskulärer Petrifaktion sowie Lungenatrophie und überlebt 7 Minuten länger als typischerweise zu erwarten. Sektion nach den Tests zeigt überwiegend intakte Hirnsubstanzen. Hypothese. Quellenmagier weisen erhöhte Resistenz gegen Todesmittel auf. Gotterweckten könnten doch resistenter sein. Geht's per Schlüssel. Die könnten noch resistenter sein. Ja, aber es ist... Meine Resistenz gegen Todesnebel war jetzt aber auch eher so... Meine Leute sterben nicht sofort. Ich will mal diesen komischen goldenen Schlüssel brauchen, ne? Also das absolute Leben ist ja auch nicht, ne? Welche schön ist? Zahnstocher. Ja, aber da kann... Der kommt weg. Angus, Augurs Handschuhe, die bereien. Wir ganz schön viel magische Rüstung auf die ganzen Sachen, ne? Froher Ring, Pyrokinet, Eretok, Nekromant. Naja. Vielleicht das Beste. Was hat Nerat für Ringe? Er hat innen mit der Verstand Pyrokinet, Nekromant macht. Der andere da macht. Ich glaube, wir können den Freundschaftsring ja nicht guten Gewissens austauschen, oder? Ich meine, das ist ja. Der kann aber weg. Wir haben doch relativ viele Ringe, die einfach nur aufgrund ihrer Stadt einfach deutlich besser sind, ne? Was hat der hier noch? Feuer ist jetzt Pyrokinetik 1. Ach, das macht die Flammenhaut? Die kann er nicht so? Ich dachte, er kann Flammenhaut. Achso, das war der Sonnenkreisring. Die Flammenhaut, na gut. Dieser zarte Ring ist ein symbolisches Band zwischen dir und der roten Prinzessin. Will ich den ablegen? Und das andere, den kriegst du für ein Beschwör. Den können wir auf jeden Fall austauschen, oder? Hier ist. Den anderen können wir aus Lore-Gründen mitschleppen. Siegel des Schandprinz. Ja, so teuer ist der natürlich auch nicht, ne? Hier noch Pyrokinetik, Hydrosoph, Nekromant. Na toll. Verdammt, der hat gar kein Attribut, was ich irgendwie gebrauchen kann. Der ist noch nicht so richtig viel besser. Was kann der hier noch? Nichts. Na gut. Achso, ich hab hier noch. Wehrkappe. Boah, Finesse 34. Na, großartig. Finesse ganz schön viel. Was ist das Ding hier? Bestand, Kriegsführung, Jägersmann beschwören. Kann quasi genau das gleiche, nur schlechter Rückschatz. Ist auch genau das gleiche Gegenstand. Kettenhelm mit Maske und Standardqualität. Das gleiche Ding, was ich schon habe, nur Level niedriger. Nein, tatsächlich. Also, Isbär war mit dem schwarzen Ring im Boden. Das ist ja. Total überraschend, nicht wahr? Ja, wollen wir mit dir reden. So, den kann ich irgendwie beruhigen. Der Geist verzerrt und gequält in Herz und Seele, verströmt die unerträgliche Sehnsucht, dass alles für immer ein Ende finden soll. Nope. Der Geist lacht lautlos über irgendetwas Unsichtbares. Du stellst fest, dass das, was du für manisches Funkeln in seinem Blick gehalten hast, tatsächlich die glühenden Kohlen sind, die seine Augäpfel herausgebrannt haben. Okay. Der Geist verschont eine Übelkeit erregende Aura aus Schmerz und Angst. Schmerzen von erlittenen Wunden, Angst davor, dass ihr Leiden kein Ende finden wird. Labor. Liebste Valla, wartet nicht auf mich. Die Magister werden mich gefunden haben, wenn ihr dies lest. Und was sie mit den Quellenmagiern machen, wisst ihr nur zu gut. Diese Worte sind vermutlich die letzten, die ich euch schreibe. Ich werde euch immer lieben. Patz. Der Geist ringt um seinen Atem. Ein Atem, der niemals kommen wird. Ihn dreht ein ewiger Erstickungstod. Kann die Geister nicht beruhigen? Ich nehme mal nicht an, dass ich klare Geist auf Geister zaubern kann.
Doch. Macht bloß einer nichts. Aber ich kann Geister anziehen? Guck mal, kann ich Geister siegnen? Wer von euch heißen kann hier siegnen? Ich kenne die Leichen von den Typen. Burschen Stiefel. Nimm die doch mal mit. Dann wollen wir uns doch mal mit Isbel unterhalten, mal sehen, was sie so sagen hat. Die wird doch bestimmt gleich wieder vom Gottkönig erweckt, oder? Ihr glaubt, Arx ist nach meinem Tod sicher? Ihr wisst, dass sie mir schon einmal das Grab gedroht hat. Doch durch den Gottkönig erhielt ich ewiges Leben. Zu erfahren von der Tosi. Die Sachen, die Tosi mir auf den Grund geht. Was denn ist das hier des schwarzen Ringes? Nur der Meister hat das Recht, über seine Ziele zu sprechen. Anmerkt, wie überrascht du bist. Der Gottkönig hat Geheimnisse vor ihr. Ihr seid gut mit Worten. So aufrichtig, dass ich euch beinahe geglaubt hätte. Aber tun wir einmal so, als sei ich auf eure Überredungsspiechen hineingefallen. Ich verrate euch die Pläne des schwarzen Ringes unter Bedingung. Ihr entfesselt den Todesnebel. Ihr bringt meine Aufgabe zu Ende. Was sie sagen, dass du das betrachtest, wenn die Geschichte interessant genug ist. Der Geist hat inne und nickt dann. Fragen, was sich der schwarze Ring mit der Vernebelung von Arx erhofft hat. Der Gottkönig nährt sich an Krieg, Tod und Krankheit, einer reichen Quelle, die den Lebenden wissentlich oder unwissentlich in sich getragen haben. Ich hätte gedacht, es sei inzwischen bekannt. Der Todesnebel war nicht nur eine mörderische Bombe, sondern ein Werkzeug, um Zwietracht zu sehen, um den Orden gegen das Zwergenreich aufzuhetzen, um jene loszuwerden, die sich uns in den Weg gestellt haben. Jedes Volk, jeder Glaube und jeder mit Anspruch auf den Titel des Göttlichen. Isbels Stimme wird lauter und sie ballt die Fäuste. Du vermutest, sie wäre auch rot vor Zorn, wenn sie nicht vollkommen durchsichtig wäre. Ich habe für diesen Tag gelebt, Gotterwächter! Das Fleisch jedes Magister sollte wie Butter in der Sonne schmelzen, dem Paladin vor Entsetzen die Augen hervorquellen, wenn sie sehen, wie ihre Partner und Kinder am Todesnebel ersticken. Zuerst kamen die Schreie, dann Stille! Auf ihren Ärger zurückkommen. Da steckt etwas dahinter. Aber was genau? Augenmund des Geistes werden schmal. Während sie schweigt, prallt das Abwasser hart durch die steinernen Wände und hallt laut in deinen Ohren wieder. In Ärger spüren, traurig den Kopf schütteln. Welche schreckliche Anblick hat sie zu euch in Hass getrieben? Ah, Konstitution Nummer 1. Du hast Isbels Feuer angefacht. Sie ist eine Bombe, eine Furie, ein ausbrechender Vulkan. Ihr könnt es nicht wissen. Ihr wart nicht dort, als sich das Portal sich öffnete und der Todesnebel hereinströmte. Ihr wart nicht dort, um mit anzusehen, wie ihre Haut aufplatzt und ihre blutigen Schaum aus den Mündern quoll. Habt ihr schon einmal gespürt, wie euch der Speichel kocht? Wie euer Gehirn von innen gegen euren Schädel drückt? Ich schon! Ich habe es gespürt! Diese Qualen waren das Tun des Göttlichen! Und daher ist da einer viel zu milde Strafe, dasselbe Schicksal zu erleiden! Nett. Der Todesnebel scheint wirklich sehr schöne Konsequenzen auf den Körper zu haben. Im Tod wurde mir eine Chance gegeben! Ich habe eine Entscheidung getroffen! Eine, die ich niemals bereut habe! Sie abfällig ansehen. Sie hat sich in ihrer Aufgabe versagt. In den Kopf senken sie jetzt viel erlebt. Sie wird Zeit für sie zu ruhen. Dann wird es Zeit. Zeit, ihm gegenüberzutreten. Ich bin bereit für seine Gabe und seine Bestrafung. Schade, dass ich die Geister nicht mehr beruhigen kann. Na ja, gut. Haben wir es sowieso mit einbildet. Lauter Untote, das kommt. Weltuntergangsgerät? Was? Kann ich das Weltuntergangsgerät einfach zerstören? Das fühle ich ja mehr als von Toten. Das ist ja schön, aber. Das liegen die Leichen da. Ja, irgendwie so eine. Vor Ort. Gibt es noch was anderes zu lesen? Ich frage mich auch, wie der ganze Plan ist, dass das. Probiert es. Jetzt habe ich das. Ach, Menno, jetzt habe ich jetzt die Summe. Noch eine andere Fähigkeit. Was waren da drin, ne? So, Heilwutter, das habe ich. Den Dampf traue ich da hinten. Kann der Stich auch auf diesen Nutzer des Schweigens. Die Gefahr habe ich auch. Das ist einfach so ein Slotfeuer oder was? Naja, dann ist es halt so.
Herausforderung? Mal denn. Der Blick des Schweigens genau zu schauen. Es wirkt auch stille. Abgewehrt durch magische Rüstung. Es zerstört erst die Rüstung und danach wird es stille. Na gut. War da schon? Nee. Sehr cool. Na gut, dann Quick Save. Dann wollen wir mal das Weltnürgangsgerät benutzen. Vor dir steht die riesige Maschine, durchdrungen von tentakelartigen Rohren. Ihre Leitungen durchbohren den Boden über ihr und winden sich dann auf die Stadt zu und ihre Bewohner. Selbst durch die Zügel, das Siegel des großen Zisterne riechst du den beißenden Gestank des Todesnebels. Das sind die Löffel. Du hast das Kennzeichen Schurke erhalten. Sofort stehen die bestimmte Schurkenoption zur Verfügung. Die Maschine kommt knirschend in Gang und der Todesnebel beginnt zu fließen. Das Geräusch des Mechanismus erfüllt den Raum, dein Kopf, die Welt. Dann fährt die Maschine herunter, die Zisterne ist leer, alles ist still. Oh. Was ich einfach nur als Tyrann. Das Bestien Dings dagegen und der rote Prinz dafür. Hey, Bomben. Die Paladine werden keine Probleme mehr machen. Was? Die Paladine? Mietze die Schätzerin ist tot. Ja, aber Vater, das ist beim Fuß nicht mehr vorteilig. Ich habe meinen Einsatz des Todesnebels aus dem Übel genommen und die Gruppe verlassen. Ja, die Vereinbarung. Wir kämpfen zu seinem Geld des Gottkönigs. Das wusste ich noch gar nicht, aber gut, dass ich das jetzt weiß. Gut, das habe ich mir schon. Das habe ich bestimmt gerade wegen des von dem anderen Spaß gekriegt, oder? Was heißt denn jetzt eigentlich Schurke? Als Mörder, Dieb und Verräter wirst du von vielen verachtet und gefürchtet. Ja, das ist ja lustig. Hat der Prinz das auch? Nee, hat nur einer. Kann ich Bestien die einfach so besiegen? Lol, was? Das kostet einfach seine komplette Rüstung? Ich glaube, meine beiden Leute sind doch die beiden Stärkeren, oder? Mann, für sich sind die beiden hier. Eigentlich stärkere beiden. Oh lol! Das hätte ich auch machen sollen. Ist noch mal dran, ne? Ich wüsste gerne, was der Dialog danach ist. Wenn ich den Kampf jetzt hier ohne Probleme schaffe? Ja, eigentlich kann ich ja beide in den Todesnebel teleportieren, oder? Stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Verdammt, da wusste die Bestien-KI wieder mehr als ich. Lass es rankommen. So, dann jetzt hier. Bestie hat den Rest zu. So. Ja, ne? Oh, da ist er jetzt endgültig tot? Achso, ne, der rote Prinzip da drin. Ich kann nicht mehr mit dem reden. Achso. Und das Inventar von den beiden ist auch komplett weg. Achso, ich würde wahrscheinlich gleich nö. Tja.
Wenn ich jetzt halt, wenn ich jetzt zur Rachefürst nochmal reise? Hier ist einfach niemand mehr? Halle der Echos? Müsste ja mittlerweile verdammt voll hier sein, oder? Okay, gut, das ändert hier nichts. Wenn ich jetzt einen Arx, bin ich da einfach nur tot, oder? Der Elf klatscht langsam Beifall. Klatsch, klatsch, klatsch. Die böse Isbär ist tot. Der Decker, der Doktor empfängt euch jetzt. Ach so, ach ja, jetzt, Die Musik ist aber echt für sehr gut laden wird. Das Ding ist, das spoilert mich hier, das ist saumäßig. Das ist einfach. Gleich was passiert, wenn man die ganzen. Die Elfen sind also auch für die Dämonen, das ist ja schön. Und zumindest nur dieser eine Elf. Die Stadt sieht übrigens reichlich finster aus nach der ganzen todesliebe Geschichte. Nun gut. Also jemand den Pokémon, das muss denn da, das ist einfach eine. Wachen vor deiner Tür stehen. Das setzt ja wie voraus, dass man eine Tür hat, vor der die Wachen stehen können. Ne? Ich glaube nicht, dass die Wachen für irgendwie irgendeine meiner Türen stehen. Na gut, das machen wir also nicht. Alle Leute töten. Das scheint mir nicht wie die feine englische Art zu sein. Gehen wir mal nur gleich so runter. Hallo, schöne Frau. Begeisterung. So. Also, ich kann den roten Prinzen ja noch gratulieren. Also sind er und Salen Vater und Mutter von Drachen. Du weißt nicht, ob du ihn gratulieren oder ihn fürchten solltest. Gratuliert mir, denn ihr könnt mich beim Wort nehmen, dass ich sehr sorgsam mit meinem Nachwuchs umgehen werde. Meine Kinder, ich werde sie Weisheit lehren, ich werde sie Vernunft lehren, ich werde ihre Flammen zähmen. Aber mein Reich, das wird ewig bestehen, denn mit roten Drachen am Himmel wird es unantastbar sein. Lasst unsere Verbündeten frohlocken und unsere Feinde erzittern. Sie können sich entweder unter der Sonne wärmen oder in ihren Feuer vergehen. Ja, fuck. Hey, das wird ne. Sie in Ruhe lassen. Ach so. Leere Hülle. Kann man mit den Resten von der roten Tür. Ach, Menno! Ja, das war ja schon mal gut. Jetzt wäre es gut, das viermal Untoten-Team bei zu haben. Mit vier Giftmagiern. Das wert. Jetzt fällt mir gerade ein, wofür es die ganzen Gifttränke gibt. Wenn man Untote bei hat, die könnten die Gifttränke ja wie Heiltränke trinken. Oh Mann. Mach sich die auf, zack, Gift raus, all tot. Das hätte mir vielleicht zu denken geben sollen. Schauen wir uns mal ein bisschen um hier, bevor wir die Tür öffnen. Wir hätten vielleicht zu denken geben sollen, dass hier so viele Leichen drin liegen. Was war denn das? War das einfach nur ein Rohr oder eine Falle? Wie könnte ich die panischen Leichen hier beruhigen? Kommen die ganzen Toten, deren Hüllen ja nicht her war, die man immer gesagt hat. Moment, mit Dose wäre vielleicht noch mal was. Kendrias Hose, Vergeltung, Führung, Ausdauer. Braucht Intelligenz 14. Also für ihn wahrscheinlich ja nichts. Weißt ihr vielleicht, ja, aber die Attribute sind ja verstanden. Oh. Er hat leicht bessere Hosen. Die hier. Standführung auswählen. Ja, das ist. Die Hosen sind hier minimal besser, sag ich mal. Yay, lebendige Wand. Hinten komme ich her, oder was?
Ach, hinten war der Thronsaal, okay. Gibt's hier oben noch? Große Phrase, wie viel wusste die Königin davon? Wenn die 20 Millionen Kisten Todesnebel werden die ja wahrscheinlich nie in Gang sein. Das ist ja leicht irre, macht man so von Tod. So da oben ist ja. Verdammt, da oben wäre wahrscheinlich der Durchgang gewesen, oder? Mist. Das ist ärgerlich. Ich bräuchte irgendwas, um den Todesnebel wegzukriegen. Was ist das hier für eine lächerliche Holztür? Achso. Nee. Lächerliche Holztür darf weiterhin eine lächerliche Holztür bleiben. Da habe ich beide Schlüssel gebaut. Okay, hier oben ist wieder niemand. Irgendwelche Geister? Wie lange lagen wir da eigentlich doch rum? Meine Fresse, wie wird dieser Todesnebel eigentlich überhaupt hergestellt? Das Ding ist, dass wir haben die ganze Zeit irgendwelche. Wie? Das, die Tür ist jetzt wieder. Die ist wieder tabu, oder was? Zum König. Bestie, mach jetzt diese Tür da auf. So, ist es hier. Ich gebe einen Platz. Das große Buch, das. Wie tue ich was gegen Todesnebel? Ja, wie nochmal ein Anfang. Wisst ihr? Diese Tür bitte. Dieses Schloss kann ich nicht knacken. Verdammt. Mist. Hat sich der Weg jetzt nicht so direkt gelohnt? Ja, was bist du heute mal? Warum zur Hölle macht er das? Nö, das heißt, wir kommen hier unten ja nicht weiter, weil ich ja nicht da hinten durch die Tür komme, ne? Wir können erstmal gucken, ob ich vielleicht die Wand aufkriege, ohne mich direkt umzubringen, wenn ich das aus der Entfernung mache. Was ist hier die. Ach, das ist wahrscheinlich die große Todesnebel. Oder ist der ganze Raum voller. Oder ist ja alles voller Todesnebel? Irgendwelche Skelette rum? Macht das wahrscheinlich das Labor, ne? Ich ahne. Königin Justinia? Ja, wie soll ich denn da rankommen? Ich ahne, dass das Spiel unmöglich für mich gemacht hat, weil da vorne halt Todesnebel liegt, nicht durch den ich durchkomme. Moment. Tja, zu der königliche Beschützer. Hört der Todesnebel jetzt immer mal auf? Oder fehlt mir jetzt tatsächlich wieder Untote in der Gruppe, den ich hier irgendwie da durchschicken könnte? Die Illusionsband brennt, das ist ja schön. Ich habe das Gefühl, dass der Todesnebel davon nicht weggeht. Was? Oh doch. Moment mal. Wird der Todesnebel aber durch Gift gebunden? Sorry, Leute. Ach so, nee, es war eher anders. Das Gift hat es hat verhindert, dass der Flächeneffekt kommt. Das wird mir da nicht hier. Sofortiger Tod für Lebende. Ich nehme mal nicht an, Todesnebel sieht und bringt irgendwas. Das macht aber gar nichts. Ja, das ist jetzt ein Problem.
Vielleicht ist hier hinten im Kampf das Fass explodiert ist. Ist der Durchgang ja auch nicht drin. Ich kann die nicht befreien, die Gute. Ich wüsste zumindest nicht wie. Todesnebel. Und Feuer. Verdammt. Tja. Naja, vielleicht hat der Doktor noch eine Idee. Wir kommen auf jeden Fall so hier erstmal so nicht weiter. Was hatte ich noch für Quests? Die haben sich selber für das Experiment nicht mehr vorstellen. Tja. Wir sollten Königin Justina an. Wie haben wir verpasst? Wir? Nichts. Ich habe quasi Isbel verhört und habe kurz mal Arx und Todesnebel geflutet. Jetzt stehe ich gerade vor dem Problem, dass es hier wahrscheinlich zu Justina geht, aber das Problem ist, dass ich da nicht. Oh, warum ist denn jetzt da ein freier Bereich? Warte mal, hat mein Zaubern doch was gebracht? Ich würde nicht gerade argumentieren, dass ich hier dran nicht vorbeikomme, aber vielleicht. Vielleicht sofort. Funktioniert das vielleicht doch so, wie ich mir das vorstelle? Hier ist jetzt immer ein freier Bereich entstanden, der war vorher nicht da. Kann man Todesnebel wegbrennen? Oh, das ist besser, das ist vergessen. Jojo, breite die Todesnebel noch weiter aus. Jetzt ist er noch nicht, ich konnte ihn da bloß einfach nicht sehen, oder? Ja, das ist eine Elo-Wand, so wie ich mir das vorgestellt habe. Aber. Ich konnte ja trotzdem nicht rein. Und meine Todesnebel-Gift-Verbrennaktion. Hat halt auch eher so gar nicht funktioniert. Wer weiß? Vielleicht? Das halt in der Wand ist auch noch Todesnebel. Ja, es sieht so aus, wo da dein Skript war, sonst würde ich ja nie zu Justina kommen, egal was ich mache, ne? Na gut, dann müssen wir die Bubble benutzen. Das sieht so aus. Also auf jeden Fall nicht das Ergebnis meiner Maßnahmen, dass ich das irgendwie. Königin, ja, ja, bestimmt doch. Königin Justina. Muss ich jetzt wirklich vorlesen? Na gut, mit der sprechen wir in der nächsten Folge. Wenn es dann wieder heißt, wenn die Original sind, macht's gut, bis dann. Ich wünsche euch was. Tschüss!